Die bekannteste Frage als Hilfsfrage zum Ausmisten lautet wahrscheinlich, does it spark joy? Ist das auch die Frage, mit der unsere Ordnungsexpertinnen aus der Ordnungswelt am meisten Erfolg haben, die sie als die beste Frage bewerten? Wir haben genau diese Ordnungsexpertinnen gefragt, welche Frage ist für euch die beste Frage? Welche funktioniert am besten und haben die Top 5 heute für dich dabei? Does it spark joy? Ist wahrscheinlich die bekannteste Frage, wenn es darum geht, eine Hilfsfrage zu haben, um sich für oder gegen Gegenstände zu entscheiden. Und wir haben da mal genauer hingeschaut und unsere Ordnungsexpertin, die du auch auf der Ordnungswelt finden kannst, gefragt, welche Frage findet ihr die hilfreichste Frage? Und hier kommen die Top 5 Fragen, die bei dieser Umfrage rausgekommen sind. Wenn du Lust hast, dann spiel doch jetzt eine Runde Bingo mit uns und mal dir mal 9 Kästchen auf, schreib die Fragen auf, die dir immer helfen, die du immer benutzt, und wenn eine davon gleich dabei ist, streichst du die durch, und sobald du ein Bingo hast, also 3 in einer Reihe, kannst du in die Kommentare Bingo schreiben oder eben einfach, welche Frage dir am besten hilft. Auf Platz Nummer 5 hat es die Frage geschafft, von wem habe ich diesen Gegenstand erhalten und warum glaube ich, dass ich ihn behalten muss? Super spannend, oder? Das sind so diese typischen Geschenke, wo wir uns eben gar nicht trauen, darüber überhaupt nachzudenken, ob man das gehen lassen kann oder nicht, weil uns als allererstes einfällt, oh, das ist ein Geschenk von Tante Erna. Und vielleicht auch die Angst, was, wenn Tante Erna auf Besuch kommt und danach fragt. Aber ich gehe schon viel zu weit. Die Frage, für die unsere Ordnungsexpertinnen viel gestimmt haben, war eben, von wem habe ich es bekommen und warum glaube ich, dass ich es behalten muss? Eine sehr gute Frage. Platz Nummer 4 und 3 teilen sich 2 Fragen, die gleich viele Stimmen bekommen haben. Nummer 4 ist, habe ich es in den letzten 1 bis 2 Jahren aktiv benutzt, dieses Teil? Auch eine Frage, die helfen kann, einfach nochmal zu reflektieren, wie lange ist es denn wirklich her? Ich würde sagen, diese 1 bis 2 Jahre sind da nicht super fix, aber die Frage alleine hilft, mal drüber nachzudenken, wie lange es wirklich her ist. Auf Platz Nummer 3 ist gelandet, würde ich es suchen, wenn ich es brauche? Beziehungsweise die Frage, die dahinter steckt, wüsste ich überhaupt, dass ich dieses Teil besitze? Manchmal passiert es auch, dass wir einfach was neu kaufen, weil wir gar nicht wissen, dass wir dasselbe Teil oder ein ähnliches Teil noch in irgendeiner Schublade haben, irgendwo hinten im Schrank oder im Keller. Deswegen Platz Nummer 3 bzw. 4. Wüsste ich denn überhaupt, wenn ich es nicht jetzt gerade in der Hand habe, hätte ich das gewusst, dass ich dieses Teil noch besitze, oder habe ich es schon längst vergessen? Vielleicht hast du jetzt schon ein Bingo mit diesen 3 Fragen erreicht. Wenn nicht, schauen wir uns nochmal Platz Nummer 2 an. Würde ich diesen Gegenstand nochmal kaufen? Und da finde ich ganz wichtig, sich zu fragen, würde ich ihn jetzt in diesem Moment nochmal kaufen? Weil auch da hängt ja oft dran, oh, den habe ich damals gekauft, weil das war dort im Urlaub und das war total schön. Ja, natürlich würde ich ihn wieder kaufen. Also da auch die Emotion von dem Ding zu trennen und sich zu fragen, würde ich es jetzt aktuell nochmal kaufen? Und auch, würde ich nochmal Geld ausgeben? Manchmal vergessen wir auch, wie viel Geld wir für was ausgegeben haben. Und da sich zu überlegen, okay, wenn das jetzt 30 Euro kosten würde, würde ich es nochmal kaufen? Bei 50 auch? Bei 70? Bei 100? Würde ich den Gegenstand nochmal kaufen? Und jetzt Trommelwirbel. Auf Platz Nummer 1. Ist es Does It Spark Joy oder nicht? Ist es nicht. Unsere Ordnungsexpertinnen haben auf Platz 1 gewählt. Besitze ich bereits etwas Ähnliches oder habe ich diesen Gegenstand sogar doppelt? Super Frage. Hast du jetzt ein Bingo zusammenbekommen? Nein? Dann sag uns, welche Frage du auf deinem Zettel stehen hattest, in den Kommentaren, und warum die dir hilft. Oder ob sie dir vielleicht nicht hilft und du jetzt unter diesen Top 5 deine Frage gefunden hast, die dir in Zukunft hilft, Dinge zu prüfen,
ob du sie behalten möchtest oder ob du sie loslassen möchtest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn du weiterhin direkt von unseren deutschsprachigen Ordnungsexpertinnen die Tipps bekommen möchtest, wissen möchtest, was die gut finden, was denen hilft, welche Erfahrungen sie machen mit ihren Kunden und Kundinnen und wir das an dich hier weitergeben können, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dann wirst du das auch nicht verpassen. Bis dahin, ciao!